So, während hier aufgebaut wird für die nächste Vortragende, stelle ich Sie mal schnell noch vor. Wir hören jetzt als nächstes Deborah Weber-Wulf zu ihrem Leib- und Magenthema, sage ich mal, einem ihrer vielen Leib- und Magenthemen zu Plagiaten und viel Licht und noch mehr Schatten heißt der Vortrag. Debbie ist Professorin an der HTW Berlin und hat selber auch hervorgehoben auf der Webseite in ihrer Vorstellung, dass sie Wise Woman ist auf Wikipedia und sie hat auch auf dem Vroni-Plug-Wiki ist sie maßgeblich beteiligt. Ja, und ich denke, du bist schon so prominent. Du stehst für dich selbst. Ich übergebe dir das Wort. Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung. Ich benutze dieses Mikrofon, weil ich ein bisschen erkältet bin. Ich will euch nicht mit zu viel Husterei belästigen. Viel Licht und noch mehr Schatten. Das ist das, was ich gesehen habe in den letzten Jahren, wo ich mich mit Plagiat beschäftige. Du hast mich ja schon vorgestellt, brauche ich das nicht. Ich denke, dass es darum geht, bei Plagiate in Dissertationen, dass wir eigentlich Licht in diese Dunkelheit hineinbringen wollen. Diese dunkle Ecke des wissenschaftlichen Fehlverhaltens. Es hat natürlich schon immer Plagiat gegeben. Und wir haben hier so eine Dokumentation bei einem Wiki, die sich Historioplag-Wiki nennt. Es gibt also schon 1201, glaube ich, ist der erste dokumentierten Fall von Plagiatendissertationen. Auch Anfang des letzten Jahrhunderts waren relativ viele Fälle, die man historisch nachweisen kann. Das heißt, es ist nichts Neues. Und es gibt auch in historischen Dokumenten findet man diese wunderschöne Darstellung, diese Gegenüberstellung auf eine Seite des Plagiat, auf die andere Seite die Quelle. Also es ist alles wirklich nichts Neues, obwohl man in Deutschland das durchaus als solches glauben könnte. 2011 kam plötzlich mit der Dokumentation von Plagiat in der Dissertation von Karl Theodor zu Gutenberg und im Folgenden auch einigen anderen Politiker und Politikerinnen den Eindruck auf, oh, das ist ja irgendwas ganz Neues. Das ist jetzt mit Technik möglich, dass man sowas feststellen kann, was natürlich nicht stimmt. Was für mich sehr wichtig ist, ist, dass das Problem nicht nur Dissertationen von Politiker und Politikerinnen sind. Obwohl, wenn man die Presse verfolgt, stellt man fest, nur darüber wird tatsächlich irgendwie berichtet. Und auch nicht über allen, weil manche sind lokal Kommunalpolitiker, das ist ja wesentlich weniger interessant. Auf Vroni-Plug-Wiki gibt es 16 Fälle, die dokumentiert sind von Leuten, die irgendwie in die Politik tätig sind. Was mich viel mehr Sorge macht, ist diese Liste. Das sind nicht Studierenden, sondern das sind plagiierte Dissertationen, die gefunden worden sind von Leuten, die aktiv als Forscher und Forscherin, als Dozenten an Hochschulen in Deutschland und im Ausland agieren. Und ich denke, das ist ein ganz wesentliches Problem, weil Leute, die selber plagiiert haben, ihre Dissertation, haben vermutlich Schwierigkeiten, korrektes wissenschaftliches Arbeiten weiterzugeben an ihre Studierenden. Die aktuelle Stand auf Vroni-Plug-Wiki, wenn nicht heute Morgen schon wieder eins dokumentiert worden ist, ist, dass es 177 Dokumentationen gibt, die veröffentlicht worden sind mit Namen. Davon sind 164 Dissertationen. Das sind auch 11 Habilitationen und so ein bisschen Sonstiges, ein Masterarbeit, was veröffentlicht wurde, ist drauf. Und ein Textbuch, bizarrerweise. Das Textbuch heißt Juristische Arbeitsmethoden. Also es geht um gute wissenschaftliche Praxis. Da ist das Kapitel über Plagiat plagiiert. Und da ist auch so ein Kapitel, wo es heißt, ja, nichts aus der Wikipedia übernehmen. Und ich glaube, das sind so 18 Seiten, die von der Wikipedia stammen. Was machen die Universitäten mit diesen unglaublichen Menge an Dokumentationen? Ja, es gibt Ausreden. Es ist nicht unser Job. Es gibt ja sowas wie Studierfähigkeit. Ja, die sollen zu uns kommen und sie sollen schon lesen und schreiben können.
Und wenn es um Professoren geht, ja, also Professoren plagiieren nicht. Das muss bestimmt die Studierenden gewesen sein, die von den Professoren plagiiert haben, obwohl deren Arbeiten vorher erschienen sind. Manche fokussieren darauf, dass es nur ein Problem ist mit den Ausländerinnen, dass die Probleme haben, auf Deutsch zu schreiben. Wenn es sich um ältere Dissertationen handelt, behauptet man, damals war alles ganz anders. Man hat anders zitiert damals. Oder in andere Fächer hat man so andere Kulturen. Ich weiß, bei uns in der Informatik haben wir oft diese recht laxe Zitierverfahren, dass man in einer Fußnote in URL hinknallt. Das ist vielleicht ein bisschen problematisch, aber wir könnten vielleicht auch lernen, wie man ordentlich dokumentiert. Ich finde, dieses ist eigentlich das Sinnbild von, wie die Universitäten oft mit Plagiat umgehen. Wir sehen nichts, da ist kein Problem da. Wenn sie aber dazu unter Druck gesetzt werden, hauptsächlich von der Presse, dann gibt es hektische Aktivitäten überall in der Hochschule. Jeder macht was anderes und passend tut's nicht, weil es nicht wirklich effektiv ist. Es gibt durchaus Licht. Ich will nicht sagen, dass alle Universitäten problematisch sind. Es gibt Hochschulen, die jetzt immer mehr Seminare anbieten über gute wissenschaftliche Praxis, vornehmlich für Doktoranden, Doktorandinnen, aber dass eben diskutiert wird, wie kann man ordentlich dokumentieren. Und es gibt wirklich tolle Projekte, also die Universität Konstanz hat dieses Projekt finanziert bekommen, Referenz, wo sie sich mit Plagiatsprävention beschäftigen. Wie kann man Plagiate überhaupt gar nicht erst entstehen lassen? Das ist wirklich eine super Idee. Die haben tolle Dokumente erstellt. Das Problem ist, dass das Geld läuft Ende des Jahres aus. Und es ist nicht klar, ob es eine Anschlussfinanzierung geben wird. Das ist also das, was ich als Forderung bekomme von Hochschullehrer, Hochschullehrerinnen. Sie wünschen sich, etwas Einfaches zu benutzen. Es soll softwarebasiert sein. Wir wissen ja alle, Software kann alles. Und am liebsten hätten sie etwas, was ganz schnell alles einteilt. Die Guten auf der einen Seite, die Schlechten auf der anderen Seite. So eine Art Lackmustest, wo man die Arbeit nur eintaucht und man schnell weiß, ob die Arbeit plagiiert ist oder nicht. Und es gibt leider sehr viel Firmen, also ihr habt vorhin Silvia und Kai von Snake Oil gesprochen. Ich nenne viele von diesen sogenannten Plagiatserkennungssoftware auch Snake Oil. Es hört sich toll an, also die ganzen Angaben, was die Systeme eigentlich tun. Und es ist auch viele, also diese Werbung, die sie machen, wird oft von vielen Leuten geglaubt. Advanced Online Plagiarism Detection. Oder gar Originality Check, das heißt, man will die Originalität nachweisen. Bizarrerweise kann man das nicht. Man kann nie feststellen, ob eine Arbeit original ist. Man kann nur Plagiat nachweisen, indem man eine Quelle aufweist. Es soll alles einfach und schnell und zuverlässig sein und basiert auf das Letzte, was wir gelernt haben in Computerlinguistik. Das ist irgendwie so auch so eine Art Snake Oil. Also wenn die Computerlinguisten das machen können, dann muss es irgendwie cool sein. Und alle diese Systeme haben als größtes Problem, finde ich, diesen Fokus auf eine Zahl. Irgendeine Zahl, da rauskommt. Diese Zahl wird von einem komplett unbekannten Algorithmus festgestellt. Das ist ja die Firmengeheimnis. Wir wissen nicht, wie sie es tatsächlich erstellen können, diese Zahl. Ich habe allerdings ein paar Untersuchungen von Plagiatsoftware durchgeführt. Und bei manchen Systemen kann ich inzwischen sagen, was sie tun. Sie addieren Prozentsätze und allen möglichen anderen unsinnigen Sachen. Aber es kommt einfach eine Zahl raus, so. Ja, was sagt mir 42? Ist das jetzt plagiiert oder nicht? Diese Zahlen werden dann wirklich bizarrerweise von manchen Stellen benutzt als Sanktionsgrenze. Hier ist eine Zeitschrift, The Protein Journal, und sie sagen gleich auf ihrer Webseite, wenn ihre Zahl größer ist als 45, kriegen sie es sofort zurück.
und müssen dann dran arbeiten, bis es zurückkommt, dass es okay ist. Also hier wird irgendeine Grenze, eine Zahl benutzt, was eigentlich aus der Luft gegriffen ist, das wirklich keinerlei Bedeutung hat. In England gibt es ein System, um Sanktionen festzustellen für Studierenden. Das nennt sich AMBER. Die benutzen die Academic Infringement Scale. Da gibt's also allen möglichen Einteilungen, was man macht. Also wie wichtig ist der Werk? Wie viel wurde plagiiert? Und da ist dann eine Tabelle, wo ganz genau ausgegeben ist, weniger als 5%, zwischen 25%, zwischen 20% und 50%, mehr als 50%. Und da gibt's mehr Punkte für. Und je mehr Punkte, gibt es eine härtere Strafe. Da ist ein ganz langer Katalog dann zum Schluss, wo man nachschlagen kann, was es für Strafen gibt dafür. Das ist so richtig bizarr, wirklich problematisch, wenn man das nachguckt zusammen mit einigen von meinen Ergebnissen von Plagiatserkennungssoftware-Tests. Dieses ist ein System. Wir sehen nach vorne, haben wir den Überblick und da heißt es, oh, die Datei heißt Heavy Random PDF, der hat 10,4%. Das hört sich schlimm an. Ist ja auch rot markiert. Wenn ich aber zur Datei hingehe, ich klicke nur auf die Datei und gehe dahin, dann heißt es auf die Datei, dass es 6,4% ist. Ja, was denn nun? 10,4, 6,4. Die Zahlen sind nicht mal konsistent innerhalb von den einzelnen Systemen. Es gibt sogar ein System, wenn man den Test 10 Minuten später durchführt, kriegt man einen ganz anderen Wert. Wir haben es einmal aus Versehen doppelt gemacht und geguckt, oh Moment, wir haben es schon eingetragen. Und dann war jetzt statt 15% plötzlich 40% Plagiat gemeldet. Der Grund, die haben eine andere Stichprobe genommen. Die haben also durch einen Zufallswert die Stichprobe angefangen und die eine Stelle war mehr plagiiert als der andere. Das heißt, diese Zahlen sind komplett bedeutungslos. Es gibt ein Riesenproblem und ich finde, das ist ein Problem, wenn wir mit Studierenden zusammenarbeiten und das ist das Problem von Falschpositiven. Hier sagt ein Stück Software, es handelt sich wahrscheinlich um ein Plagiat. Es sind 17 Treffer, aber an die Stelle, wo die Quellen aufgelistet werden, wird nichts aufgelistet. Und ich weiß sogar, dass dieser Artikel wirklich nicht plagiiert ist, weil das ist Testmaterial, die wir selber erstellt haben und das war nicht plagiiert. Das heißt, es wird von dem Software als Plagiat eingestuft. Stellen Sie sich mal vor, man geht zum Studenten und sagt, du bist ein Plagiator, aber man kann den Nachweis nicht erbringen. Erstaunlicherweise hat sogar zu Gutenberg Anführungszeichen benutzt. Das heißt, seine Tastatur hatte wirklich Anführungszeichen gehabt. Das ist ein Ausschnitt aus seiner Dissertation. Er hat allerdings deutsche Anführungszeichen verwendet gehabt. Und das sind ja andere ASCII-Werte als die englische Anführungszeichen. Und dadurch hat hier, das ist aus Turnitin, Turnitin hat diesen Text als Plagiat markiert und hat das sogar als 1%. Und diesen ganzen Prozentsätze, die am Rand sind, werden dann halt zusammen addiert, um zu einer Zahl zu kommen, wie plagiiert die Arbeit sein soll. Wir sehen auch hier so ein paar OCR-Probleme, die mit drin sind. Also da waren die Blanks zu klein und da hat der OCR-Algorithmus sie einfach zusammengelegt gehabt. Also das sind interessante Artefakten, die in den Dokumenten auftauchen. Mein wesentlicher Punkt ist, Software, die man benutzt für die Plagiatserkennung, ist nur ein Werkzeug. Es kann helfen, und ich zeige gleich, was für Software man benutzen kann, um manche Plagiate zu dokumentieren. Aber letzten Endes, es ist nur ein Werkzeug, die wir benutzen können. Okay. Wie findet man denn nun Plagiat? Voniplagwiki hat ganze Menge dokumentiert. Wie kann man das wohl finden? Das Einzige, was gut funktioniert, ist die Arbeiten zu lesen. Und zwar kritisch. Von vorne bis hinten. Die Fußnoten anzuschauen. Die Referenzen genau zu betrachten. Sind die Referenzen unterschiedlich formatiert? Ah, das ist interessant.
liest sie das irgendwie komisch. Zwischen die Absätze ändern stilistische Aspekte. In einer Informatikerarbeit ist ein Absatz in Konjunktiv und der nächste Absatz ist in unvollständige Sätze. Da liegt es nahe, dass er durchaus ein Problem sein könnte mit dem Absatz, was im Konjunktiv steht. Was ist denn nun dieses komische Vroniplug-Wiki? Es ist kein Software, sondern es ist eine Gruppe von relativ technikaffinen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die aus verschiedenen Disziplinen kommen. Es gibt eine große Menge an verschiedenen Werkzeugen, die benutzt werden. Aber was am Wesentlichen getan wird in der Gruppe, ist lesen. Und zwar kritisch die Arbeiten zu lesen, Übereinstimmungen, die man findet, zu dokumentieren und dann auch noch kritisch zu sein über das, was die anderen dokumentiert haben. Also das, was man eigentlich in der Wissenschaft machen soll. Über Texte diskutieren, kritisch hinterfragen, schauen, ist das so? Kann das stimmen? Habe ich einen Fehler da gemacht? Wiederum die Frage, wie findet man die Dissertationen, die plagiiert sind? Es gibt da drei hauptsächliche Methoden. Das erste sind die Whistleblower. Auch bei Vroniplug-Wiki kommen regelmäßig Briefe an in unseren Drop. Meistens der Gestalt, der und der ist ein Idiot, seine Dissertation ist nicht gut. Jo, das wird einfach abgelegt. Ab und zu mal kommt aber eine Arbeit rein, diese Arbeit ist eine Kopie von dieser anderen Arbeit. Ah, das ist jemand, der weiß, was passiert ist. Das ist jemand, der zugeschaut hat, wie das Plagiat angefertigt worden ist. Sind das nun Personen, die schlechte Motiven sind? Ja, es kann die Ex-Frau sein. Es kann der Konkurrent um die Stelle sein. Ja, die Motiven sind vielleicht nicht besonders ethisch sauber, aber letzten Endes ist es völlig egal, warum die Leute Whistleblowing machen. Wichtig ist nur, dass der Text wirklich plagiiert ist. Und deswegen ist es wichtig, dass man erstmal einen Anfangsverdacht hat, einigen Quellen schon aufzeigen kann für diese Arbeit. Das Zweite ist, dieses Wort gibt es ja nicht so ins Deutsche, Serendipity. Die Kunst, etwas Wertvolles zu finden, nachdem man nicht gesucht hat. Ich liebe das Wort. Einfach rumgoogeln, zufällig sich zu fragen, wenn ich die erste und die letzte Dissertation nehme, die aufgelistet sind an der Universität X im Fach Jura, könnte einer von denen plagiiert sein? Einfach mal gucken. Ja. Oder man recherchiert etwas. Das war passiert bei Wikipedia kurz nach zu Gutenberg. Da hat jemand ein Thema recherchiert und kam plötzlich auf zwei Dissertationen zum gleichen Thema, die aber zwei Jahre auseinander an derselben Hochschule geschrieben worden sind. Die Universität ist informiert worden und die Universität hat dann darauf reagiert, das ist eine Singularität. Sowas passiert höchst selten. Danke, dass Sie uns informiert haben. Okay. Manchmal kann es einfach, ich habe es auf Englisch geschrieben, dumb luck. Ich habe es schon gehabt, dass ich den Verdacht hatte, dass ein Studierende in seine Diplomarbeit plagiiert hat. Und ich bin in der Bibliothek gegangen, eigentlich nur mit der Idee, weitere Quellen zu finden. Und habe das Standardbuch über Datenbanken geholt gehabt, objektorientierte Datenbanken. Und da waren die Seiten umgeknickt in das Buch, was ich hatte. Und das waren die Seiten, die der Student benutzt hat. Also solches Glück muss man manchmal haben. Und das Dritte ist jetzt mit dem ich mich in den letzten paar Jahren beschäftigt habe. Und es ist interessant. Man kann, oder die Fragestellung ist, kann man mit Big Data, kluge Algorithmen, kann man irgendwie die einsetzen, um Plagiat festzustellen? Bevor wir da ins Detail reingehen, müssen wir genau darüber im Klaren sein. Es gibt zwei verschiedene Plagiatsfragen. Das eine ist, ich habe eine bestimmte Arbeit. Ist diese Arbeit plagiiert? Das heißt, kann ich Quellen finden für den Plagiat? Das ist dieser Plagiatscheck. Es ist grundsätzlich unmöglich, festzustellen, ob eine Arbeit plagiiert ist oder nicht. Weil man muss die Quelle ja finden.
Wenn die Quelle in keinem Datenbank drin ist oder schon längst aus dem Internet gelöscht wurde, hat man sehr schlechte Chancen. Die Arbeit ist nach wie vor ein Plagiat, aber man kann es nicht nachweisen. Man kann vor allem nicht nachweisen, dass eine Arbeit original ist. Es kann ja sein, dass die Quelle noch fehlt. Eine andere Frage, die man sich stellen kann, wenn man einen Korpus hat, eine geschlossene Menge an Daten, gibt es Duplikate in diesem Werk? Das heißt, gibt es Texte, die sich ähnlich sind, so dass man da näher nachgucken soll? Ja, das ist möglich, aber je größer der Korpus, natürlich umso schlimmer ist der kombinatorische Explosion, mit denen man arbeiten muss. Und vor allem gibt es erstaunlich viele Falsch-Positiven, die auftauchen bei dieser Untersuchung. Die Fragestellung war also, tja, können wir so Textmining machen für doppelte Arbeiten in Deutschland? Wir haben einen großen Vorteil. In Deutschland müssen alle Dissertationen publiziert werden. Das geht auf Theodor Mommsen zurück. Er hat damals verlangt, es wäre absolut notwendig, alle Dissertationen zu publizieren, damit die anderen Fakultäten sich lustig machen können darüber, was als Wissenschaft durchgeht an die anderen Stellen. Da Theodor Mommsen über gute Verbindungen zu preußischen Ministerien verfügte, er hat es tatsächlich durchgesetzt. Das heißt, eine Dissertation in Deutschland muss veröffentlicht werden. Andere Länder, USA, UK, ist es nicht notwendig. Das heißt, die Arbeit kann im Schrank irgendwo sein. Man kann nicht überprüfen, was es für eine, ob das eventuell ein Plagiat ist oder nicht. Naja, und dann gibt's ja medizinische Dissertationen in Deutschland. Davon gibt's reichlich. Die Mediziner, Medizinerinnen promovieren sehr häufig gegenüber anderen Fächern. Sie werden auch oft in Open Access publiziert, weil der Ziel ist nur, diesen Herr Doktor, Frau Doktor zu bekommen. Man will sich nicht mit dem Verlag abgeben. Es soll so schnell wie möglich publiziert werden, damit man Doktor wird. Und die Arbeiten sind kurz. Das ist sehr schön für die Vergleichalgorithmen. So, also einfacher Algorithmus. Alle medizinischen Hochschulen in Deutschland finden, alle Fakultäten, alle Arbeiten runterladen. Wir suchen nach Duplikaten, fertig ist die Sache. Naja, das Auffinden von allen medizinischen Fakultäten war ja einfach. Da gibt es ja Listen, ist ja nicht so schlimm. Dann die Fragestellung, können wir alle Doktorarbeiten, die es im Open Access gibt, herunterladen? Die erste Frage ist, hat die Universität überhaupt Open Access? Kann man die medizinischen finden? Es ist erstaunlich, wie schwierig es manchmal ist, bestimmte Mengen an Arbeiten zu identifizieren. Kann man sie herunterladen? Es stellt sich heraus, dass es sehr bizarre Namen gibt in viele von diesen Bibliotheken. Diese heißt Copyshop-Fassung. Dissertation ist natürlich ein üblicher Titel für die Arbeit, aber es gibt auch so endlich, endlich oder Dissertation final, final, final. Gut, man muss also sich ein bisschen bemühen, an den Namen ranzukommen. Manche Hochschulen wie die FU Berlin macht das Leben fürs Downloaden sehr schwierig, indem sie die Arbeiten aufspalten in Kapitel. Und die muss man dann natürlich wieder zusammenfügen, bevor man weiterarbeitet. Immerhin gibt es einen Knopf, mit dem man einen ZIP-File generieren kann, aber der hat sie nicht zusammen, sondern die sind nach wie vor einzeln in der Datei. Und es gibt Hochschulen, die versuchen, aus Sicherheitsaspekten mit tollen Renaming-Tricks das hinzukriegen, zu vermeiden, dass jemand auf die Idee kommt, sie alle herunterzuladen. Naja, wenn es ganz schlimm kommt, könnte man natürlich die alle händisch runterladen. So, wie suchen wir jetzt nach Duplikaten? Erstmal muss man ziemlich viel sauber machen. Also wir haben sie erstmal nach Universitäten gruppiert. Man musste aus dem PDF den Text extrahieren. Manche sind kryptografisch verschlüsselt oder sonstigen Probleme. Einfach weggeschmissen. Wir haben die gar nicht angeschaut. Die FU-Dissertationen mussten wieder zusammengelegt werden. Und wenn es möglich war, fand ich es wichtig, die Jahreszahl an die Dateiname ranzulegen, damit man entscheiden könnte, wie rum die Arbeiten übernommen worden sind, also welche Arbeit zuerst gekommen ist. Es gibt einen komplett coolen Algorithmus. Das ist schon vor 20 Jahren
publiziert worden von Dick Groene aus Holland. Und er hat seinen Simtext publiziert, hat es auch als offenen Algorithmus publiziert. Und wir haben dann 7 Grammar benutzt, also Folgen von 7 Wörtern übereinstimmen. Alles, was unten drunter ist, wird ignoriert. Simtex gibt es in den meisten Unix-Distributions. Es ist unglaublich langsam, wenn man viele Dateien verwendet. Irgendwann mal heißt es einfach out of memory und dann sind die letzten 2 Stunden vergebens gewesen. Es gab auf einem Bulletin Board irgendein Exif-File, der sehr viel schneller war, aber der hat auch Fehler gemacht. Also es war so ein bisschen schwierig zu sehen, wie man das machen könnte. In die Dokumentation von Simtex ist ganz klar, was wir machen, for all new files, for all texts, it must be compared to, for all positions und so weiter und so weiter. Und man hat natürlich in Algorithmen und Datenstrukturen gelernt, dass eine 5-fache Schleife suboptimal ist. Ja, that's life. Mit 50.000 Dissertationen braucht man 1,2 Milliarden Vergleiche. Das heißt, wenn man 100 Vergleiche pro Sekunde machen könnte, ist man immer noch ein paar Tage unterwegs. Also haben wir dann das so gemacht, dass wir erstmal alle Arbeiten innerhalb einer Universität mit sich, also miteinander verglichen haben, dann die Universitäten untereinander und dann die Idee, wir probieren es mit Wikipedia. Es kommt doch sicherlich nicht vor, dass irgendjemand was aus der Wikipedia in eine Dissertation schreiben würde, oder? Naja, wir haben ein bisschen Parallelisierung hingekriegt, es sind technische Details, überspringe ich. Und wir kriegen diese wunderbare Logfiles raus. Das sind Zahlen. Oh, da könnte man also gleich draufspringen und sagen, hey, super, guck mal, das sind 100%ige Übereinstimmungen. Cool, das müssen wohl Plagiate sein. Nope. Leute arbeiten zusammen. Das heißt, jeder von denjenigen, die zusammengearbeitet hat bei einer Dissertation, reicht die eigene Arbeit ein, aber nur mit dem eigenen Namen drauf. Und in die Acknowledgements heißt es, ich habe mit Frau sowieso zusammengearbeitet bei dieser Arbeit. Okay, deswegen sind die Arbeiten identisch. Dann mussten wir feststellen, dass manche Dissertationen mehrfach hochgeladen werden, in leicht unterschiedliche Arten, unter verschiedenen Namen. Es ist aber dieselbe Dissertation. Oder Universitäten haben den Austausch betrieben. Magdeburg und Halle tauschen ihre Dissertation untereinander aus und die haben unterschiedlichen Namen in Halle und in Magdeburg, ist aber dieselbe Arbeit. Oder es gibt auch Universitäten, die groß angeben, wir haben Open Access und was sie publizieren, ist lediglich den Abstract oder die Titelseite. Also damit kann man nicht viel anfangen. Da ist die Übereinstimmung oft sehr groß und es ist nichts dabei. Und natürlich auch das Problem wie bei zu Gutenberg, da ist was richtig zitiert und ein Algorithmus versteht das nicht. Okay, man kann noch ein paar Werkzeuge anwerfen. Haben ein kleines Python-Skript geschrieben, um GraphViz drauf zu generieren. GraphViz ist ein wunderbares Werkzeug. Und man kriegt das, das sieht fast aus wie Biologie mit Zellen, irgendwelche Verbindungen, die es gibt zwischen den Arbeiten. Und wenn man ein bisschen näher schaut, kann man sehen, oh, diese Arbeit beinhaltet 18% von der anderen Arbeit, diese Arbeit 16% von der anderen. Es ist interessant. Das bedeutet noch nicht, dass es plagiiert ist, aber es ist interessant. Jetzt erst fängt aber die Arbeit an. Weil wenn man was findet, muss es dokumentiert werden. Und das dauert am längsten Zeit. VoniPlugWiki nutzt eine Semantic Media Wiki, die von wikia.com angeboten wird. Simtex haben wir neu implementiert in JavaScript. Und jetzt muss man nach Quellen suchen, andere Quellen. Die müssen gegebenenfalls eingescannt werden, OCR, damit man die Texte rausholen kann und wieder verglichen werden. Wir haben so ein kleines Werkzeug hier, einen Text links, einen Text rechts, auf den Knopf drücken und jetzt alles, was identisch ist auf beiden Seiten, wird in derselben Farbe eingefärbt. Und alsbald sich das ändert, ein Wort wird eingefügt oder ein Wort wird rausgenommen, da ändert sich einfach die Farbe.
ganz schnell, ganz simpel, ganz stupide, aber das zeigt einem sehr schnell, wie nah diese Texte einander sind, ohne dass man sich mit irgendwelchen Zahlenwerten beschäftigen muss. Man sieht einfach, oh, diese Texte sind wirklich sehr, sehr nah. Ich habe eine Fassung auf meiner Homepage, hat eine Studentin jetzt aus ihrer Bachelorarbeit gemacht. Es ist viel bequemer zu benutzen, bewegt sich an die richtige Stelle und so, ist Werbeeinlage. Dann muss man dokumentieren, was ist in der Dissertation, was ist in der Quelle, welche Seite ist es, welche Zeile ist das, welche Art des Plagiats ist es, es sind ganz viele verschiedene Arten. Und die Arbeiten werden kategorisiert für Semantic Media Wiki. Und es findet eine Qualitätskontrolle statt. Das heißt, Vier-Augen-Prinzip. Nicht ein Mensch behauptet Plagiat, sondern es müssen zwei Quelle und Arbeit überprüfen und sehen, dass es richtig gemacht worden ist. Und man diskutiert kritisch miteinander. Und dann werden die Seiten geschützt, sodass sie nicht mehr verändert werden können. Und dann fängt die ganze Spielerei an. Also man kann mit Templates und allen möglichen Sachen zusammenbasteln, dass man Seiten kriegt. Wikis und Templates, das wäre ein eigener Vortrag darüber, wie kompliziert das alles ist. Letzten Endes kann man dann aus der Arbeit, was die Leute gemacht haben, einen wunderschönen Bericht generieren, was natürlich den Eindruck hat, dass es tatsächlich aus Software entstanden ist. Aber es basiert auf der Arbeit, die Leute hatten, das zu dokumentieren. Wir haben interessante Sachen gefunden, das ist jetzt also nachträglich dokumentiert. Das sind alles Dissertationen an einer Hochschule, wo man sehen kann, das Grüne ist aus der Wikipedia, die Gelbe ist Dissertationen, sind einigen Arbeiten von anderen Autoren und Autorinnen und da ist ein schönes Cluster da. Oder man sieht, hier ist eine Dissertation, hat lauter Dissertationen von anderen Universitäten benutzt. Ein Stückchen hier, ein Stückchen da, ein Stückchen da und so die eigene Dissertation zusammengestellt. Es gibt sogar eine Kette, das wirkt nicht so hier, aber diese Arbeit oben, GT, ist eine 100%ige Plagiat von der Arbeit CKR, ist ein massiven Plagiat von GB, ist ein Plagiat von dieser eine Arbeit. Das heißt, man hat ein Plagiat von einem Plagiat von einem Plagiat. Bei der Wikipedia haben wir dann den Korpus einfach aufgesplittet in Englisch-Deutsch und jeweils verglichen. Das ahnt man nicht. Wenn man in der PDF mit der Maus über den Text fliegt, kommt einfach die Wikipedia-Links ja schon drin. Also das sind tatsächlich Arbeiten, die aus der Wikipedia übernommen worden sind. Hier ist eine Arbeit von, das ist die Uni München. Da sind die Links noch drin in der publizierte Arbeit aus Wikipedia. Insgesamt haben wir bis heute 58 Doktorarbeiten, die aus der Wikipedia Texte übernommen haben. Teilweise, also seitenlang viele Artikel. Einige von den schlimmen Sachen, also Medizin in Münster, haben wir insgesamt 23 Arbeiten gefunden, die plagiiert waren, teilweise angeblich über unterschiedlichen Affenarten, aber die Bilder waren identisch, die Texte sowieso. Viele Doktorväter hatten anscheinend Gruppen, die voneinander plagiiert haben. Auch in der Charité ließ sich so eine Gruppe nachweisen, in der Charité waren 33 Arbeiten, inklusive ein 100%iger Plagiat von einer Arbeit, was 2 Jahre vorher beim gleichen Doktorvater eingereicht worden ist. In Bonn in der Medizin hat die Arbeit GO 11 Seiten wortwörtlich aus der Wikipedia übernommen. Die Arbeit bestand sowieso nur aus 61 Seiten. 2016 gab es in Jura in Bremen eine Arbeit, die eingereicht worden ist, die umfangreich plagiiert war, inklusive über 20 Seiten, die aus der Wikipedia übernommen worden sind. Und unter Bizarre können wir auch noch diese aus Osnabrück verbuchen. Da wurde promoviert über Who Wants to be a Millionaire und da wurde sowohl das deutsche Wikipedia-Seite Who Wants to be a Millionaire als auch das russische wurde übersetzt ins Deutsche und das war dann eben diese Arbeit über Who Wants to be a Millionaire. Wir finden Plagiat in allen Fällen, alle Fächer, nicht nur Philologie, sondern ganz viel verschiedenen Fächer. Das ist aber nicht repräsentativ. Da sind natürlich viele Mediziner bei, durch diese medizinische Textmining, die wir durchgeführt haben.
Insgesamt waren bis heute 44 Doktorgrade entzogen, die wir kennen. 19 haben die Universitäten entschieden, das ist kein Problem, wir haben kein Problem damit. Bei 114 wissen wir gar nicht, was passiert ist. Es ist nichts alte Bundesländer, neues Bundesländer, es ist in ganz Deutschland und ein paar Arbeiten, die auch im Ausland angeschaut worden sind. Es ist also keine geografische Frage. Wie reagieren die Universitäten zu unserem Versuch, Licht im Dunkeln zu bringen? Also Gewinner, Hochschule hat weniger als 30 Minuten geantwortet. Ja, vielen Dank, wir haben Ihre E-Mail bekommen. Das Schlimmste, ich musste 2 E-Mails hinterher schicken. Ich habe das ausgedruckt und per Einschreiben geschickt. Ich habe angerufen, bis ich endlich wusste, dass sie die Arbeit tatsächlich hatten. Es kann 4 Jahre dauern, bis die Arbeiten durchgesehen worden sind. Sie haben teilweise meine persönlichen Daten geschickt an die Autoren der Dissertation. Und viele Unis versuchen, alles geheim zu halten, was sie entschieden haben. Dabei haben wir eine wichtige Sache gefunden, wie man die wissenschaftliche Gemeinschaft informieren kann, ohne dass Google das mitkriegt. Die Bibliotheken nehmen einfach in die Aufnahmen mit hinauf für die Arbeiten, dass da ein Entzug des Doktorgrades am so und so vielten passiert ist. Denn weiß die Scientific Community, ja, diese Arbeit ist keine Dissertation mehr, aber das wird nicht von Google gefunden. Sonst heißt es immer Persönlichkeitsrechte und wir dürfen nichts sagen darüber. So, zum Schluss. Mehr Licht oder mehr Dunkelheit? Es gibt einige Universitäten, die aktiv sind, Plagiate zu vermeiden, aber es gibt auch bizarre neue Formen von Dunkelheit. Es gibt Universitäten, die erlauben, die Doktorarbeit nochmal einzureichen, korrigiert. Schließlich hat Wonniplug-Wiki festgestellt, wo die Promotion, wo die Plagiatsstellen alle sind. Oder es wird einfach nichts getan, obwohl es klar ist, dass es akademisches Fehlverhalten ist oder man ignoriert es. Es gibt noch sehr, sehr viel mehr Plagiat in Dissertationen, die publiziert sind, auch in andere wissenschaftliche Publikationen. Es ist einfach so viel Arbeit, das zu dokumentieren. Deswegen soll man nicht denken, dass das die einzigen sind, die man gefunden hat. Es ist letzten Endes eine Frage der Verantwortung. Eine Maschine kann Plagiat nicht feststellen. Es kann nur Textübereinstimmung finden. Nur ein Mensch ist dazu in der Lage, diese wichtige Entscheidung zu fällen und zu entscheiden, ob irgendwelche Sanktionen angebracht sind. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dass es eine Frage oder zwei gibt. Vielen Dank. Gibt es Fragen? Ja, sehe ich schon. Ja, meine Frage auf Basis meiner Erfahrung mit den Herren auf den C3-Stellen, die dann unter anderem sagen, zum Beispiel zum Umberto Eco, das wäre ein Krimi-Autor, also die mit Wissenschaft nur noch wenig zu tun haben, müsste man nicht verlangen, dass eben diese Doktorväter oder Mütter wesentlich besser geschult sind, um dann selbst sozusagen durch das Lesen der Texte das festzustellen und zu fordern, dass die gegebenenfalls dann auch mehr Personal bekommen, mehr Mittel bekommen, um das direkt dort, bevor die Arbeit erschienen ist, halt festzustellen. Ja, sicherlich. Das wäre eine ganz wichtige Frage, dass man also zum Beispiel nicht mehr Situationen hat, wo jemand 25 Doktoranden hat. Da kann man ja nicht mit den Leuten sprechen vorher. Man braucht wirklich die Zeit, die Arbeiten zu lesen, sie wirklich zu betreuen. Und das ist das, was es anscheinend nicht gibt im Moment in Deutschland. Es gibt allerdings eine Hochschule, also Münster hat tatsächlich einen Hochschullehrer sanktioniert. Einer, der diese Plagiate hat, wo es unterschiedliche Affenarten waren, aber die Bilder waren identisch in den beiden Arbeiten. Da wurde der Doktorvater tatsächlich alle Labormittel entzogen. Man kann den ja nicht feuern, aber man kann den wenigstens die Mitarbeiter und die Labormittel so weit entziehen, dass das Arbeiten schwieriger geworden ist. Also eine einzige Sanktion. Hat noch jemand eine Frage? Ah ja, links. Du sitzt es rechts. Das ist mehr eine Anregung zu dem ganzen Thema.
Ich denke, man muss sich die Frage stellen, warum das Ganze auftritt, was die Motivation der Einzelnen ist. Also warum wird so viel plagiiert überhaupt? Dass man da Kontrollsysteme machen kann, dass es irgendwelche automatische Software gibt, dass es drakonische Strafen für Professoren und Professorinnen gibt, die eben das zulassen, dass plagiiert wird. Und das setzt sich danach ja auch fort. Das muss man vielleicht auch noch dazu sagen. Es geht ja da auch nicht nur um Doktorarbeiten, um Promotionen. Danach werden Paper geschrieben. Und diese Paper werden wieder referenziert aus einem System heraus, das Paper als Währung einsetzt. Das ist ein geschlossenes System, das sich irgendwie immer wieder selbst bestätigt. Das musste man mal genau hinterfragen, warum das überhaupt geschieht und nicht unbedingt voll auf die Plagiate einwirken, sondern herausfinden, warum sie überhaupt entstehen. Sicherlich. Und ich denke, dass solche indikatorbasierte Leistungsbewertungen sicherlich dazu beitragen. Aber letzten Endes ist es die Verantwortung von dem einzelnen Wissenschaftler und Wissenschaftlerin, die ganze Community gegenüber. Wir schummeln nicht. Nur es ist ein System, was sich nicht gut überwachen lässt. Und da haben wir das Problem, wenn Leute vorhaben, irgendwie mit schnellen Mitteln zum Ziel zu kommen, die können das machen. Und es wird halt leider oft nicht gefunden. Deswegen, das sind Symptome von einem kranken System. Da gebe ich Ihnen auf jeden Fall recht. Nur es passiert relativ wenig. Eine Frage und zwei Anmerkungen. Die Frage ist, wie klar ist denn den Plagiatoren eigentlich wirklich, dass sie da was Verbotenes tun? Die Anmerkung, eine Möglichkeit, jetzt einen besseren Textkorpus zu kriegen, wäre natürlich, Arbeiten aus den Bibliotheken zu holen, die dort eben nur schriftlich stehen und die einzuscannen, ins Netz zu bringen. Da müssen aber natürlich die Rechte geklärt sein. Ja. Die andere Anmerkung, ich habe kürzlich im Rahmen von einem Seminar ein relativ abgegrenztes Gebiet mal sichten lassen, deren Arbeiten im Wesentlichen aus einem einzigen Land der Erde kommen. Und dort ist eine erschreckende Anzahl von Plagiaten, jetzt nicht im Sinne vom wörtlichen Abschreiben, aber dort werden überall dieselben Ideen verwendet, ohne dass da auch nur der geringste Hinweis ist, dass das von woanders herkommt. Ist das vielleicht auch was Kulturspezifisches? Ja, das hört man oft, dass es kulturspezifisch ist, dass da viele Leute aus asiatischen Ländern dabei sind. Ich meine, man kann schon sehen, dass von den dokumentierten Fällen relativ viele Nicht-Muttersprachler sind, Englisch oder Deutsch, je nachdem, wie die Arbeiten geschrieben worden sind. Aber das ist keine Ausrede. Das ist letztendlich eine Sache, die wir, denke ich, an den Hochschulen abstellen müssen, an denen wir beibringen, was ist gute wissenschaftliche Praxis. Und nicht, dass man einfach die Ideen unkritisch übernimmt von anderen Leuten, sondern sie hinterfragt, sie gegenüber anderen Ideen stellt und fragt, sag mal, kann das denn überhaupt so sein? Es ist natürlich bequemer, einfach die Sachen zu übernehmen, so ein bisschen umzustellen an den Wörtern, dann findet die Software das ja nicht mehr. Aber es wird dadurch nicht originaler. Und ich denke, es ist etwas, was wir tatsächlich an die Hochschulen machen müssten, viel mehr darüber aufzuklären und das als Teaching Moment vielleicht auch zu begreifen. Aber es ist natürlich viel Arbeit, da gebe ich Ihnen recht. Hat noch irgendwer eine Frage? Ah ja, hier gibt es noch eine. Ja, wissen Sie eventuell, ob angedacht ist, praktisch, ob als Projekt oder wie auch immer, zumindest in Deutschland, auch zu eruieren, warum die Leute plagiieren? Das wäre sicherlich ein lohnenswertes Projekt. Wolfgang Keuern, ich habe mal einen Antrag gestellt am BMBF, um genau dieses unter anderem zu eruieren. Uns ist beschieden worden, dass wir eine sehr naive Vorstellung von soziologischer Forschung hatten. Wir haben da keine Finanzierung bekommen dabei. Überhaupt ist es ein Problem, zentral irgendwas machen zu wollen in Deutschland. Aber es ist auch so, ich habe mehrere Projekte vorgeschlagen und es wird immer wieder abgelehnt. Also die schönste Ablehnung, die ich habe, ist, es ging um einen besonders krassen Fall von Plagiat von jemand, der nicht an einer Hochschule ist. Das heißt, es gibt keine Sanktionsmöglichkeit.
Und Frau Schawan ließ mir mitteilen, dass sie voll und ganz auf die Selbstreinigungskraft der Wissenschaft vertraut. Auch da war keine Finanzierung möglich. Also ich finde, es wäre wichtig. Ich würde gerne, dass Soziologen sich damit beschäftigen würden. Dennoch, auch wenn wir wissen, warum, das hilft noch nicht so richtig mit dem Abstellen. Ich denke, viel mehr muss in die Prävention getan werden. Aufklären, warum referenzieren wir? Das ist keine Quälerei, sondern damit die Leser und die Leserinnen die Möglichkeit haben, zu überprüfen, ob ich das korrekt wiedergegeben habe oder nicht. Und wenn wir da diese Gedankenwandel hinkriegen könnten, das wäre natürlich wichtig. Habe ich noch ein paar Links. Okay, eine letzte Frage noch. Ich wollte noch nachfragen in Bezug auf wissenschaftliches Arbeiten. Ich bin jetzt länger nicht mehr an der Uni, aber ich habe gelernt, man muss sozusagen, wenn man ein bestimmtes Thema abhandelt, eine Rezeption machen. Alles, was bisher dazu veröffentlicht wurde, muss kritisch gelesen, reflektiert werden. Und man kann natürlich oder sollte auch dann viel zitieren, wenn man das dann widerlegt, was andere vorher geschrieben haben, weil man zu anderen Schlüssen kommt. Und hat sich das im Grunde jetzt geändert oder hat sich da grundlegender was geändert? Ich verstehe das nicht, dass so viele Plagiate entstehen können. Oder dass, ich meine, wenn zitiert wird, dann ist es ja ein Zitat und eben kein Plagiat. Ne? Also man muss ja zitieren auch, wenn man das widerlegen will. Oder fehlt grundsätzlich sowas wie eine kritische Reflexionsfähigkeit heute? Also manche Leute meinen, es reicht, wenn ich die Quelle in die Literaturverzeichnisse aufgenommen habe und verstehen nicht, dass es eigentlich schön geklammert sein muss. Wo fängt die Übernahme an? Wo hört die Übernahme auf? Wo habe ich das her? Und dieses Grundverständnis von Zitieren, klare Auszeichnung, was ist von mir und was ist von jemand anders, das ist etwas, was anscheinend fehlt. Also eine Sache, die ist nach wie vor problematisch ist. Aber ich habe natürlich nicht alles im Blick. Ich sehe ja nur die dunkle Seite hier und habe natürlich keinen Überblick darüber, zahlenmäßig, wie viel das tatsächlich ist. Alles, was ich sagen kann, ist, es gibt's nach wie vor, diesen einen Fall, also 2016 abgegebene Dissertation. Das dürfte es eigentlich nicht mehr geben. Aber das müssen Leute sein, die die ganze Diskussion über Plagiat nicht mitbekommen haben, die in den letzten 5 Jahren gewesen sind. Okay, herzlichen Dank, Debbie. Und danke auch ans Publikum.